Herzlich willkommen zu einer nach langer Zeit neuen Folge von Bruder Was. Diesmal erste Mal. Genau, der erste Mal. Ich bin die älteste Schwester. Erste Schwester was? Jungs. Schwester was? Herr Präsentin, David Lavajos, einen wunderschönen guten Tag. Ja. Und das ist Banais Salam Rubal. Das ist Osus Mango. Ja. Ihr kennt ihn. Man kennt mich vom Fernsehen. Und ja, wir sind sehr froh, dich als Gast hier zu haben, Domitila. Und ja, ich habe dich kennengelernt über meine Frau. Und das ist sehr wichtig. Sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Da muss ich dich in der Stelle sofort unterbrechen. Ja, bitte. Weil er hat mir ein DM, Leute, geschrieben bei Instagram. Hey, yo, meine Frau, meine Tochter, die kennen dich. Und wir haben darüber gesprochen. Und komm zum Podcast. Und dann habe ich sofort repostet. Seht ihr, Mädels? Mach ein Content, dass die Männer euch schreiben. Meine Frau hat gesagt, ihr solltet schreiben. Kein Dickpick, das wollen wir nicht. Wir wollen... Oh, Verzeihung. Wir wollen nur... Ich bin so laut, Entschuldigung. Nein, wir aber wir wollen nur Content rausbringen. Das war für mich so ein Erfolgserlebnis, das ich gesehen habe. Das ist, worauf ich 20 Jahre gearbeitet habe. Damit ein Usu mir schreibt, ey, meine Frau kennt dich, du bist einigermaßen okay. So habe ich dich entdeckt. Finde ich Bombe. Ja, und wir sind auf dich gestoßen. Und meine Frau erzählt mir was über dich. Und dann gucke ich, was bei dir los ist. Du gehst auf ihren Insta und dann kommt raus, in den Favelas aufgewachsen. Ja. Geboren und aufgewachsen, 21 Jahre dort gelebt. Jetzt, guck mal, ich habe hier auf meinem Handy steht, Aktivistin, Botschafterin, Referentin, Motivationscoach, Sinnfluencerin, also nicht Influencer. Ja, das habe ich auch gelesen. Das habe ich zum ersten Mal gesehen, das Wort. Ja. Sinnfluencer ist mal geil. Ne? The new shit. Also, Sozialunternehmerin, Schauspielerin, Model, Vloggerin, die Bezeichnungen hören nicht auf. Also es ist krass. Also es gibt so viele kleine Stories von dir. Und bevor wir hier angefangen haben, dachte ich, ey, worüber sollen wir reden? Weil wir haben nicht so viel und es ist aber so viel. Ja. Ja. Ja? Aber erstmal, ist es Domitila oder Domitila? Sehr gute Frage. Gut. In Süden Brasilien sagen wir Domitila, aber ich bin im Nordosten. Wie er gesagt hat, ich bin Ausländer, richtig Ausländer. Aber OG. Ich bin Brasilianerin, richtig Favela. Oh. Und da ist er Domitila. Okay. Domitila. Die anderen mögen keine T's. Ja. Ja. Wir haben das auch. Wir haben das mit L und J. Okay. Die einen sagen Lift, die anderen sagen Gift. Echt? Ja, also ja, stimmt. Je nachdem, aus welcher Region du kommst. Aber, aber wirklich ganz andere Welt, in die man eintaucht, wenn man sich mit dir befasst. Natürlich Schmuck. Ja, erstmal dieses Aufgewachsen in das ist krass. Brasilien, das ist krass. Ich kenne das ehrlich gesagt nur aus dem Fernsehen und von wahrscheinlich, wo es die meisten herkennen. Und dann kennst du gar nicht, weil so ein Fernseher zählt nicht. Man sieht nichts. Oder hier aus dem Filmen City of God. Genau, das ist näher. Das ist so das Bekannteste. Genau. Ja. Kann ich aber auch immer empfehlen, die sich ein bisschen mit Brasilien auseinandersetzen wollen, dass City. Den Film Tropa de Elite ist ein Film über die Polizei in Brasilien, die bezahlt wird, Menschen zu ermorden, damit die Straßen nicht so viele Straßenkinder haben. Und in dem Sinne erzähle ich dann, wie diese Brasilien-Geschichte ein bisschen gestartet hat. Ich bin in Brasilien geboren, in einer Favela namens Schusslinien. Die heißt so. Das muss man dazu sagen, weil Brasilien ist groß. Es gibt auch Gisele Bündchen in Brasilien, aber ich bin Schusslinien Brasilien. Und das heißt Schusslinien aufgrund der Gewalttätigkeit. Ich bin aufgewachsen in einem Kontext, wo pro Wochenende mindestens 20 Menschen ermordet wurden in meinem Stadtviertel. Es war manchmal wegen 50 Cent von Reais, was heutzutage noch nicht mal 10 Cent von Euro ist. Die Leute verhungern, die Leute leben unter der Armutsgrenze. Es gibt keine Kindergarten, keine Polizeistation, der Müll wird nicht abgeholt, es gibt eigentlich keine richtigen Straßen. Yeah. Und wir leben da in diesem Survivor-Modus. Ich bin bis heute traumatisiert, ich habe Angst vor der Polizei. Unter anderem, ich weiß, es ist nicht so lustig für Comedy Center, aber das ist die Wahrheit. Ja. Meine beste Freundin, sie wurde vor mir ermordet von der Polizei, als ich 12 Jahre alt war. Und meine Neffe lebt noch in Brasilien, weil meine ganze Familie lebt noch in Brasilien. Und er hat das selbst erlebt, als er 10 Jahre alt war. Darum bin ich so schnell, weil ich habe keine Zeit zu verlieren. Weil die Situation wurde noch schlechter. Die Uhr tickt. Ja. Und die Kinder erleben das noch früher. Yeah. Und ich bin so aufgewachsen in diesem Chaos. Und für mich war immer, ich war immer kreativ und ich war immer eine Träumerin. Und ich habe als ich zwölf Jahre alt war, habe ich angefangen, Schauspielunterricht zu nehmen in dem Straßenkinderprojekt, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin noch dazu in dieser Favela, habe meine Eltern angefangen, Kindern Lesen und Schreiben beizubringen. Daraus ist ein Straßenkinderprojekt entstanden, wo ich mit aufgewachsen bin.
Aber die Kinder wollen mich schlagen, weil ich war das privilegierte Tochter von dem Ehepaar, die das gegründet haben. Okay. Und dann musste ich für mich, mich ein bisschen Camouflage durch die Welt. Und das war gut, weil ich habe gelernt, mit verschiedenen Menschen umzugehen. Aber das war noch besser über die Perspektive auch, dass ich habe ganz früh angefangen zu singen, lustige Sachen zu machen und Schauspiel. Nicht, weil ich will Prinzessin sein und oh mein Gott, gib mir eine Tasche. Sondern, ist die Wahrheit, dann habe ich gesagt, ich rede, was ich will. Ja. Ich rede, was ich will. Ja, sag was du willst. Aber meine Hauptmotivation war, ich lebe unter Armutsgrenze, richtig? Und dann habe ich zweimal in der Woche Schauspielunterricht, wo ich Prinzessin sein darf, Wissenschaftlerin sein darf. Und das hat mein Leben gerettet, weil wurde ich jeden Tag nur mit Drama, Morde mich konfrontieren, konnte ich noch nicht mal träumen. Ja, aber das ist auch die Frage, du hast was sehr Schlimmes erlebt, was wir uns gar nicht vorstellen können. Der beste Freund wird vor mir von der Polizei erschossen. Mit zwölf. Nur das als Beispiel. Ne? Das sind auch sicherlich zahlreiche andere Sachen. Und wie kommt man da raus? Also du kannst ja jetzt dann nicht mit 13 sagen, ich will in Therapie, damit dieses Trauma weggeht, bitte hier in den Favelas, sondern wie kommt man da seelisch raus? Das ist eine wunderschöne Frage. Die meisten Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, nicht die Sensibilität, so eine Frage zu stellen. Deswegen danke erstmal für die Frage. Sehr gerne. Und bei mir, ich weiß nicht, ob ich antworten kann, aber ich spontan würde sagen, dass erstens, ich bin kein Ausnahmezustand. Alle meine Mitmenschen leben unter dieser Realität. Und das ist für mich hochproblematisch, weil ich habe heute, Gott sei Dank, mein Leben komplett verändert, aber ich bin kein Stück intelligenter als meine Kumpels, als meine Mädels. Ich bin kein Stück hübscher oder besser als keiner von denen. Aber ich glaube an Gott und aus irgendwelchen Gründen, ich bin jetzt hier, sagen wir mal so. Aber das war für mich immer so wichtig, mich daran zu erinnern, gerade wenn solche gewalttätige Sachen passiert, ich konnte immer noch sehen, wie privilegiert ich bin. Weil währenddessen war bei meiner anderen Freundin der Vater, der ermordet wurde. Bei der anderen war, es war unsere Realität. Es war, viele von den Kindern, die heute noch in dem Projekt von meinen Eltern sind, jedes Wochenende, du musst dir vorstellen, diese Favela-Schusslinie, jedes Wochenende wirst du ein totes Körper auf dem Boden sehen. Mit wie heißt das? Was ist für eine Realität für Kinder? Und das ist unsere Realität. Und dann kommt noch hinzu, dass wir haben auch, ich darf nicht darüber reden, damit ich meine Familie nicht in Risiko bringe, aber wir haben eine sehr schwierige politische Situation, wo wir zum Beispiel offiziell noch nicht mal ein Straßenkinderprojektarbeit machen dürfen, sondern wir machen humanitäre Arbeit, weil in Brasilien gibt es ja keine Straßenkinder. Wie können wir Straßenkinderprojekte machen? Ja, das ist ja das Bescheuerte. Eigentlich gibt es sowas, oder das Land ist stabil genug, dass sowas eigentlich gar nicht sein dürfte, oder? Weil Brasilien ist jetzt nicht unbedingt dritte Weltland. Das armste Land der Welt. Das ist genau, und das ist auch diese ganze Problematik, das hinkommt. Und ich persönlich, und da haben wir uns unbewusst, das war schon darüber unterhalten, weil ich weiß, dass du das gehört hast. Und das ist eine sehr gute Frage über die Perspektive. Brasilien ist ein von den großen Produzenten von Fleisch, von Soja. Und das Problem ist, das Geld wird innerhalb des Landes unglaublich unfair verteilt. Ah, okay. Lassen wir es so tun, als wäre nur in Brasilien so. Das passiert. Was passiert in dem Sinn? Wenn wir ehrlich darüber reden, müssen wir zu den Ursprung gehen. Ja. Wir können hier Halifali machen, aber ihr habt gesagt, ich darf ehrlich. Auf jeden Fall. Ehrlich beinhaltet Ursprung. Ja. Ne, das lieben wir. Und Ursprung beinhaltet, Brasilien war ein Land, wo Gold gab es, Wasser gab es, habe ich nicht gesehen. Eines Tages kam eine Gruppe von Portugiesen, die das Land erobert haben. Ich war in der Freie Universität Berlin und 3 Jahre Masterstudiengang haben kein Professor geschafft, mir beizubringen, auszusprechen, Brasilien wurde erobert von den Portugiesen. Weil ich bin eine wunderschöne Frau, auch wenn die Leute hier Angst vor mir haben. Ich bin eine wunderschöne Frau, die erobert wurde von Dein Freund, ja, mein, bald er, Mann, er weiß noch nicht, aber was passiert? Er wenn hat, sich er schlecht hat mein anstellt, vielleicht auch irgendwann mal Ehemann, Aber er hat mein Herz erobert. Und das war nichts, was in Brasilien stattgefunden ist. Als ich Deutsch gelernt habe, wurde mir beigebracht, was Eroberung heißt. Und man kann in verschiedenen Kontexten das Wort benutzen. Und ich habe in meinem Gehirn gespeichert,
Ein Mann kann den Herz einer Frau erobern. Dafür benutzen aber einem wir Land dafür erobern mit Gewalt ist für mich Kolonialismus. Ja. Und meiner Meinung nach, Brasilien ist einem Land, die kolonisiert wurde von den Portugiesen mit Gewalt. Ja. Ja. Es ist auch eine Tatsache so, dass Brasilien ist die gibt es keinem Land auf der Erde, die so katholik ist wie Brasilien. Ja. Ja, aber das ist auch keine Option. Statue. Ja, ja. Genau. Also, aber was viele Leute nicht wissen, ist, als der Kolonisator kam, er kam mit einer Waffe und mit einem Kreuz. Ja. Und der Ureinwohner musste sich konvertieren zu deren Religion und wurde versklavt. Oh, krass. Yes. Und ich habe heute, wie du gesagt hast, ich bin Sinfluencerin und keine Influencerinnen, weil zum Beispiel jeder Vertrag, den ich habe über Ambassador, die müssen meine Straßenkinderprojekte unterstützen. Sonst machst du diesen Deal nicht. Sonst, weil ist, was ist das? Du sagst, du verstehst, also als Influencer bin, aber du verstehst nicht, wo das geht heißt, nicht. Jemand kommt zu dir, will mit dir eine Kooperation machen, online, ne, auf deinen Socials, und du sagst, mach ich, ist alles cool, aber erst, wenn ihr an diese Stiftung einen Beitrag geleistet habt für die Sinnhaftigkeit der Sache. Ja, und dann mach ich mit. Genau. Aber das ist eine super Art und Weise. Ja, klar, muss man durchziehen. Das muss man kopieren. Wir werden das kopieren. Super! Finde ich gut. Und in diesem Sinn, so wie ich aufgewachsen bin, mit der Ursprung und mit dieser Partnerschaft, warum mache ich, dass ich sage, ich will, dass ihr spendet? Ich habe gestern erst begriffen, weil gestern kam eine super teure Tasche, die ich hätte mich freuen müssen, dass sie darf tragen. Und ich will nicht so nach der Mutter. Und dann habe ich gedacht, warum bist du so kompliziert und so anstrengend, Domitila? Und dann habe ich mich daran erinnert, meine Leute, ich sage ganz bewusst, meine Leute, die haben deren Land und deren Mitmenschen abgegeben gegen Spiegel. Spiegel? Spiegel. Das ist ein wunderschönes Gesicht, weil das ist das Richtige. Ja, aber ich verstehe als die in der Kolonialgeschichte muss man noch sagen, das war so, erstens, in dem Fall von Brasilien waren erstens die Franzosen und Holländer, nicht die Portugiesen. Aber die Portugiesen waren besser bewaffnet. Aha. Und dadurch haben die sogar die Holländer und Franzosen rausgekickt. Mhm. So funktioniert Eroberung oder Kolonisation, je nachdem, wie man das Wort auswählt. Und in dem ganzen Prozess, als sie das alles erobert haben, das Land, haben die Menschen auch, wir sagen, Regalias, Sachen geschenkt. Ja. Zum Beispiel, die kommen und sagen, okay, ich will diesen Berg haben, dafür gebe ich dir ein Geschenk. Ah, okay. Und das Geschenk war damals Spiegel. Ah. Spiegel, so. Spiegel, weil die Ureinwohner, die waren von dem Urwald. Und als die Europäer kamen mit einem Ding, wo die sich wiedersehen konnten, war für die. War für die. Oh mein iPhone. Das war iPhone. Handy. Ja, iPhone, genau. Ja. Ja. Selfie, genau. Oh mein Gott, das bin ich und so. Und aus dieser Motivation haben die teilweise Brüder und Schwestern verkauft. Ja. Das muss man auch sagen. In Afrika haben die das mit so Perlen und sowas gemacht, ne? Auch. Und Alkohol natürlich auch. Ja, genau. Und in Afrika ist auch ein wichtiges Thema, finde ich, weil ich habe mich viel mit dem Thema Sklaverei auseinandergesetzt während der Uni, weil ich finde sehr wichtig auch, deswegen bin ich heute hier zu Laba und die Geschichte zu erzählen von meiner Perspektive, weil das hat was von, meine Geschichte ist kein Geschichtebuch von Brasilien. Mhm. Wenn ich nicht anfange zu schreien, wird nie. Wird nicht gehört. Die Geschichtsbücher schreiben die Gewinner. Und das ist auch subjektiv, weil es ist so wie Eroberung und Kolonialismus, Gewinner und Verlierer. Wie steckt man da? Und besser gesagt die Eroberer. Ja. Also die mit der Macht schreiben die Bücher. Ja, die dich lesen und schreiben können. Eben. Und die Straßenkinder, die können nicht lesen und schreiben. Ich bin die Einzige, über keine andere viele Generation, die eine Fremdsprache gelernt hat und so weiter und so fort. Aber ich will nicht meine Leute verkaufen für Tasche oder für was? Okay, du bist dann, du sagst dir, was mache ich jetzt? Jemand, ein Influencer kriegt normalerweise einen Gegenstand, er macht Werbung und dann kann er den behalten und er freut sich über diesen teuren Gegenstand, den er normalerweise... Ja. Und du sagst, das triggert dich. Nee, weil das triggert mich und ich will das auch kommunizieren über die Perspektive, dass ich als... Ich habe viele Followers, ich bin kein Influencer, aber ich habe viele Followers, zum Beispiel auf Social Media. Und ich verstehe die Verantwortung, die damit auch verbunden ist. Und ich habe zum Beispiel, natürlich, ist auch wichtig, ich mache viel für die Straßenkinder und so weiter, aber mein Geld kommt nicht von meinem Brand. Ist ein Social Entrepreneurship, das heißt, das Geld geht zurück nach Brasilien. Mein Geld, ich bin eine Aktivistin, aber ich werde nicht dafür bezahlt. Die Leute bezahlt werden, ich mache einen Job, die Leute bezahlt werden und die machen das nicht, deswegen muss ich machen. Aber ich finde wichtig, dass mein Geld kommt von Modeljobs, Schauspieljobs, Beratungsjobs und Social Media Jobs.
Das ist für mich wichtig, damit ich sagen kann, ich stehe heute in dieser Demo, weil ich will, weil ich glaube. Ich poste, das war hochproblematisch, jetzt auch mit dem Thema Palästina zum Beispiel, aber ich habe die Möglichkeit gehabt, Palästina, Jordanien und Israel zu besuchen. Und da war für mich wichtig, auch in meinen Social Media die Videos zu zeigen, wie ich das gesehen habe, weil das habe ich in keiner Presse-Sache gesehen. Und das ist für mich alles wichtig, nicht weil ich kompliziert und anstrengend auf Deutsch bin, sondern weil es ist unsere Chance, die Narrative zu verändern. Ich habe gestern mit einer Freundin mich unterhalten, sie ist deutsche Brasilianerin und sie hat die Geschichte von ihrer Oma mir erzählt. Und ich meinte, aber du weißt, deine Mutter würde die Geschichte komplett anders erzählen. Und ich darf, ich habe die Ausbildung, ich habe die Medien, ich habe die Freunde, die mir ermöglichen, dass wir immer fragen, und wie ist es in Brasilien? Du bist ein brasilianisches Model. Wie ist das so? Wie viele Taschen hast du? Nee, ist nichts mit Tasche. Mhm. Es geht darum, dass wir haben eine extrem korrupte Politik. Das Land ist, der Unterschied zwischen reich und arm in Brasilien ist absurd. Und das sind die Gründe, warum ich poste Bilder mit Taschen, ich poste Bilder vielleicht sogar mit Bademode, aber meine Texte und meine Intention geht immer in diese Richtung, also kritisches Konsum. Ich würde das auch empfehlen, dass die Leute auf dein IGTV gehen, das bei dir bei Instagram, die werden erstmal sehr schöne Fotos von dir sehen und dann gehen die auf IGTV und dann kriegen die halt die ganze, sie geht dann auch, man sieht dann auch die Favelas und so bei ihr bei IGTV, die geht das nochmal besuchen und man kriegt diesen wirklich sehr authentischen man kriegt einfach das richtige Bild, ja, weil ich habe gemerkt, wenn wir über Brasilien reden oder was wir denken, ist nochmal durch City of God so ein bisschen authentischer geworden. Ne? Ja. Aber davor, was in Deutschland, wenn du Brasilien gesehen hast, in Nachrichten oder irgendein Brisant oder was auch das immer. Karneval von Brasilien, Fußball. Was noch? Ja. Ersche am Strand. Ja. Also weißt du, oder genau irgendwie solche Sachen, wo du sagst, ey, krass, so wie ich das als Muslim erlebe oder als Araber erlebe, wie die über mein Land immer nur reden, wo ich so sage, ey, warum macht ihr das? Ja. Ist das bei jedem Land? Ja. Genau, es gibt immer so dieses Bild in den Medien oder in der Öffentlichkeit und wie es wirklich ist. Ne? Ja, und jetzt haben wir echt so eine Möglichkeit, dass wir von dir so einen anderen Blick darauf bekommen. Aber jetzt bist du auch schon, du sprichst sehr, sehr gut Deutsch, du hast einen deutschen Pass, du hast einen deutschen Ausweis. Ich bin Deutsch. Du bist Deutsche. Das heißt, ja, ich bin richtig Deutsche. Guck mal, du bist mit 21, bis du 21 warst du in den Favelas, ja? Wie ist das passiert mit Deutschsein? Ja. Wie ist das passiert? Das ist eine sehr gute Frage und da kann ich nicht anders als mit dem Ursprung anfangen. Als ich in dem Favela war und in dem Projekt von meinen Eltern war, haben wir regelmäßig Studenten bekommen, die Praktikum bei uns gemacht haben, Auslandesjahr bei uns gemacht haben, freiwilliges Jahr gemacht haben. Ja, okay. Und es gab einen, er ist ein sehr erfolgreichen Journalist gewesen bei WDR. Ja. Aber während des Studiums war er schon bei uns, bevor er das geworden ist. Und er war in einem Jahr dreimal bei uns. Und ich war so, sag mal, meine Mutter hat gesagt, wir werden nicht nach Deutschland, weil das ist weit weg. Ja. Aber du bist jünger als meine Mutter und du warst dreimal hier. Wie geht das? Warum kannst du und ich nicht? Ich will auch. Ja, und also es hat sich interessiert, die Welt zu sehen. Ja? Und vor allem, von meinen Eltern war so, oh mein Gott, das ist so weit weg, wir müssen drei Generationen arbeiten, dahin zu gehen. Ja. Und vor ihnen war dreimal im Jahr. Ja. Und ich habe gedacht, und ich war schon voll immer... Voll realistisch so, der kommt wie immer wie eine Taxi. Ist doch möglich. Ja, genau. Ja? Milchstyle. Wieso? Warum? Mhm. Wieso geht das? Weil vor alle anderen war, okay, wir müssen nett zu denen sein, damit die wiederkommen und helfen. Vor allem war so, ich bin immer nett, aber ich will auch. Und kann ich verstehen, wie das, wenn man, was, wie wird man so? Krass. Und er hat mir gesagt, ich war 7. Domitila, du musst... Ich war sieben. Deswegen rede ich mal mit mir die ganze Zeit. Und ich habe gesagt, und er hat gesagt, du musst ganz viel lernen. Und dann, wenn du gut ausgebildet bist, kriegst du viel Geld und kannst du viel fliegen und hast du bla bla. Und er hat mir beigebracht, dass Bildung sollte mein Pass sein, weil er meint, du kommst ja nicht mit Geld, du kommst nur mit Bildung. Weil wie ich noch nicht mal Geld würde es reichen, sondern der Mutter. Und okay, aber das Erste, was man denken würde, wäre, hey, hier fehlt Geld. Ich komme hier nur raus mit Geld. Ja. Und jemand hat dir gesagt, du kommst hier nur raus mit Bildung. Bildung, genau. Ja. Weil ich bin eine brasilianische Frau. Es reicht nicht, um einen Pass, du brauchst nicht ein Flugticket. Ne? Und dann bin ich mit 13 das erste Mal nach Deutschland gekommen. Eine deutsche Familie hat eine Tochter aus Brasilien adoptiert, hat mich dann in Brasilien kennengelernt, hat mich das erste Mal eingeladen, nach Deutschland zu kommen. Und dann bin ich alleine mit 13 Jahren in Flughafen Frankfurt ausgestiegen und habe gedacht, ich bin krass. Weil I made it. Ja.
Ich bin ein Flughafen, ich konnte auf dem Boden essen, fahren Autos, ich war so, oh mein Gott, back to the future style. Krass. Und ich war einen Monat hier und eine Erfahrung hat mich geprägt, dass ich zurück nach Deutschland wollte. Und zwar, ich war 13, einem Jahr nachdem meine beste Freundin vor mir ermordet wurde. Bei einer deutschen Familie, genau, in Berlin. Die ein Mädchen adoptiert haben. Aus Brasilien und mit meinen Eltern sehr gut befreundet sind. Genau, und du bist dann mit. Genau, ich bin mit und habe einen Monat bei denen verbracht. Ah, okay. Und in Frankfurt? In Berlin. In Berlin, okay. In Berlin. In Frankfurt. Na, okay, alles ich bin in Frankfurt gelandet und dann von Frankfurt nach Berlin und war bei denen in Berlin einen Monat. Und in diesen einen Monat bin ich eines Tages zu einer Party gegangen, ich war 13. Und ich kam zurück nach Hause mit Fahrrad um 11 Uhr abends und ich habe immer nach hinten geguckt. Aha, okay, ja, okay. Du warst dann, ganz anders. Ja, und dann hat meine Freundin gefragt, warum guckst du nach hinten? Ich sage, ja, pfsche. Weiß, wer mich umbringen will. Ja, wer ist dunkel? Ja. Oder umbringen oder vergewaltigen, ich war schon so. Ja, das war meine Erwartung von life. Ja. Und dann hat sie gesagt, bist du traumatisiert? Brauchst du Therapie? Da habe ich gecheckt, wie abgefuckt ich bin. Weil bis dahin war so, ich schütze sie noch. Ja. Und sie war so, what's wrong with you? So nach der Motto. Ne? Und da habe ich gecheckt. Und ich habe aber auch gecheckt, das sollte meine Normalität sein. Ich möchte nicht, 13 Jahre mit Angst war okay. Ja. Und das war nicht Angst, arbeitslos sein, war Angst zu sterben. So, ne? Ja, das ist was anderes. Und da habe ich gedacht, keine Lust, ich will Beyoncé auch. Ich will Rihanna. So nach der Motto. Ne? Und da habe ich in meinen Kopf gesetzt, mit 13 Jahre alt, ich möchte spätestens, wenn ich eine erwachsene Frau bin, ohne Angst auch gehen und zurück dürfen. Mhm. Und da habe ich mit 17 angefangen, meinen Bachelor. Da habe ich Gas gegeben, ne, weil ich habe keine Zeit zu verlieren, nach der Motto. Mit 17 habe ich meinen Bachelor angefangen, mit 21 habe ich abgeschlossen, habe ein Stipendium bekommen und bin nach Deutschland gekommen, meinen Master zu absolvieren. Und das war ein Stipendium, das nur 5 ausländische Menschen bekommen haben in dem Jahr. Und das ist wichtig zu sagen, weil ich sage das auch in meinen Socials, ich bin nicht hier oder da, ich bin wegen meiner Bildung und es war nie einfach, weil das ist, was wir vorhin besprochen haben. Und jetzt ist sie einmal da. Ja. Ich bin nicht seit einmal da. Richtig, ja. Das erste Mal, dass ich alleine hier war, war ich 13 Jahre alt. I have been always been here. Das andere ist, seitdem ich 15 Jahre bin, als ich 15 Jahre war, das ist vielleicht auch eine interessante Geschichte, warum ich nach Deutschland kam. Ich habe mit 13 angefangen, mit 12, 13 habe ich angefangen, Schauspielunterricht in ein Projekt zu nehmen. Und dann bin ich zu den Straßen gegangen und habe die Kinder Lesen, Schreiben beizubringen durch Tanzen und Schauspiel. Und meine Eltern haben mir dafür das Geld bezahlt, dass ich meine Schule bezahlen kann. Weil meine Eltern haben mir gesagt, ab jetzt, wenn du in die Schule gehen willst, musst du arbeiten, um deine Schulbildung zu finanzieren. Mit 13. Ich arbeite, seitdem ich 13 Jahre alt bin. Und ich will deswegen schon in Rente gehen, weil heißt. Heißt. Entweder muss jetzt den Durchbruch bei YouTube rauskommen, irgendwas. Ich will nicht mehr arbeiten. Die hat auch früher angefangen. Ja, früher angefangen. Du musst auch früher Rente kriegen. Nein, du musst früher. Bis 10 Jahre. Ja, 10 Jahre ich früher locker. Ja. Ich glaube nie, dass ich jemals in Rente gehe, weil ich so ADHS-mäßig unterwegs bin. Ja. Aber das ist das Gefühl von diesem, mich wiederholen, vor etwas kämpfen, das sich nicht verändert und so weiter. Ja. Und mit 15 kam eine sehr rich Auto bei uns in der Favela und hat gefragt, wer ist Domitila Barros? Und ich habe gesagt, ich habe nichts geklaut. Weil ich habe gesagt, ich weiß nicht, ich bin super. Und dann habe ich gesagt, nein, wir sind von der UNESCO. Und dann bin ich awarded worden von der UNESCO und bla bla bla. Und die haben mich nach Amerika... Blablabla, warte mal. Du bist da und du bringst Kindern Lesen und Schreiben bei. Auf was für eine Art und Weise auch immer. Genau. Ja? Und dann kommt irgendwann ein Auto und sagt, ey, bist du Domitila? Du sagst, ja. Wir sind von der UNESCO. Und du sagst, ja, okay. Ja, nee, ich habe erst mal gesagt, ich habe nichts geklaut, weil ich habe erst mal gedacht, Anzugmensch, ich habe Angst vor Anzugmenschen und ich habe Angst vor Polizei. Die haben also davon gehört, da ist ein Mädchen, das bringt anderen Kindern Lesen und Schreiben. Und die haben Kinder gesucht, die UNESCO hat in dem Jahr 2000 Kinder unter 15 Jahren gesucht, die May, suchen die auch schon, die in deren Realität was ändern. Yeah. Die wollten nicht ein Kind, der jetzt nach ihnen fliegt, um ein Foto zu machen in Afrika. Das wollten die nicht. Die wollten ein Kind, der daher kommt und da was macht, weil er gesehen hat, dass die Notwendigkeit besteht. Und die haben mich gefunden, haben mich nach Disney World geholt. Mit 15 Jahren komme ich in Disney World. Ich denke, oh, hier bin ich. Hannah Montana, bye. Yeah. Britney Spears, bye. I arrived. Und das war meine Vibe. Also ich habe nichts verstanden, was mit mir passiert. Und ich bin da hingegangen mit meiner Mutter, du musst vorstellen, ich nehme meine Mutter nach Disney. Ich dachte, oh mein Gott, mein Kind, oh mein Gott, bleib, so, ne? Ja. Und es ging damals darum, dass sie haben die Jugendlichen ausgesucht, die genannt haben Millennium Dreamer. Mhm. Und wir sollten zu der Kommission von der UNESCO sagen, was sie falsch machen
Und was hätten die richtig machen müssen, damit ich mit 13 nicht Straßenkinder beibringen muss? Das heißt, du hast dann eine Rede gehalten vor genau. der UNESCO mit 15. Genau. Und weil seitdem ist mein Thema... In Disney World. In Disney, das ist das beste Part, Disney. Weil ich habe nur gedacht... Du warst abgelenkt Montana. Während der Rede. Du so, ey, ich will auf diese Achterbahn. Die haben wirklich so diese Kinder-Schnickschnack mit den Tieren. Oh mein Gott, das war ein Traum. Und ach, krass, und für mich 15. Und das okay. war wichtig, weil... Ich hätte gedacht, ich hupfe mit Kindern. So. Yeah. Also vielleicht an alle Leute, die zugucken, vielleicht schreibt ihr mal in die Kommentare, was ihr so mit 13 und 15 Jahren... Ja, genau, richtig. Das wäre sehr interessant. Aber das finde ich auch immer wichtig zu sagen. Es ist nicht so, weil ich will kein Streber. Ich bin total verrückt. Aber ich musste. Für mich gab es, was sollte ich sonst machen? Verhungern? Nicht in die Schule gehen? Das war keine Option. Also ich war, wollte. Du so, ja klar, mache ich das. Ja. Und ja. ich bin immer noch so. Ich habe jetzt zum Beispiel angefangen, Musik zu machen, weil jemand hat mich angeschrieben, damit die, ich finde das cool. Und so, ja, kann ich, natürlich. Schick mir den Vertrag. Weil ich kann das nicht, diese Limit Believings. Mhm. Ich kenne das nicht, weil ich bin ein Survivor. Was, muss ich singen? Ich kann. Muss ich spielen? Ich kann. Hauptsache, die Miete wird bezahlt und ich muss niemandem was Böses tun oder Ängste. Das ist meine ja. Hauptmotivation. Und als UNESCO mich eingeladen hat, das war übertrieben wichtig, weil seitdem bin ich den selbstbewussten Domitila, den ich bin, der sagt, ich bin hübsch und ich kann was. Davor dachte ich, ich bin ein Favela-Kind, die geholfen werden muss. Bitte, bitte, gib mir eine Stimme. Danke, danke, danke. Bitte, bitte, danke, danke. Ja. Bitte, bitte. Verstehe. Ich habe teilweise Therapie gemacht wegen so viele Danke und ja, so viele Bitte. Muss man, glaube ich auch, ne? Weil das, ist, das sind ja alles Traumata. So, die musst du, wirst du nicht als 13-Jährige von selber los. Nee, und nee, mein Leben lang war Danke, alleine. Danke, wie soll bitte, das bitte. Gehen? Ja. Wie soll das ja, du, gehen? Diese Angst ist ja sozusagen ist so in den Knochen. Tief, ja. ja. Und du siehst die Welt anders dadurch. Ja. Weil die Erfahrung manchmal wird es auch weitergegeben, gerade bei Ländern, die kolonialisiert sind. So, ich kann das auch aus Marokko, Afrika, dass man so nicht das Selbstbewusstsein hat, weil man hat immer gelernt, dass der Eroberer, ja. du musst sein wie der Eroberer. Du bist nicht weiß du genug. Du musst aussehen. Du bist nicht ja. das genug. Weißt? Das dann ist das Ideal. Ja, genau, das Schönheitsideal, ja. Businessideal. Du kannst sowieso nicht. Du sprichst die falsche Sprache. Ja. Du hast die falschen Bräuche. Ja. Und dann wird das an die Kinder weitergegeben. Ey, verhaltet euch möglichst unauffällig. Damit wir denen gefallen. Genau, genau. Und das ist so psychologisch weitergegeben. Bloß nicht negativ auffallen. Genau. Bloß ja. nicht ein schlechtes ja. Licht auf uns. Genau, und dann ist das, wenn man es von selber da raus schafft, so, das ist schon auf das jeden Fall bemerkenswert. Ja. Ja. Und ich finde wichtig, das auch so über Social Media zu präsentieren, weil ich weiß, wie viele Tausende von Mädchen wie ich geben ja. und denken, interessiert keiner. Nee, ist unwichtig. Natürlich war das Algorithmus, muss ich auch Bullshit posten und... Yeah. Du gehst wirklich mit jedem Trend mit. Ja, ich weiß jeder Trend von TikTok, ja. von, TikTok von bla bla, aber es ist, die Leute dein wissen, eigentliches wo Ziel ist was anderes. Genau, ja. weil ich versuche die Leute zu begeistern durch Spaß und dann reden wir wichtige Themen. Aber das mit der UNESCO war extrem wichtig, damit ich verstehe, dass was ich mache, ist nicht mit meinen Kumpels rupfen und ja. Bullshit machen. Was ich mache ist, die haben mir gesagt, ich hab gedacht, really, bin ich das, mache ich das? Was hat sie gesagt? Die haben gesagt, du veränderst die Welt. Der Typ von Superman, der nicht laufen kann, war auch da. Oh, krass. Genau. Ich habe ein Foto mit ihm. Ich glaube, ja, das ist der. Und er hat gesagt, der hat mir gesagt, er stand vor mir und hat gesagt, ich wollte Superhero sein, weil ich wollte die Welt retten. Aber ich wusste nicht, dass ihr die echte Superhero seid, weil ihr mit dieser Kleinigkeit, weil da waren 2000 Jugendlichen von ganz vielen arabischen da habe ich den ersten Kontakt mit Palästina gehabt. Weil bis dahin, Palästina existiert nicht. Und dann steht jemand vor dir und sagt, ich bin hier, weil ich Palästinenser bin. Yeah. Und ich, ja, aber theoretisch durfte diese Person nicht mal fliegen, weil man darf das Land nicht, es gibt keinen Pass. Es ist so kompliziert. Aber, aber das hat meine Welt geöffnet und hat mein Bild von mir selbst geändert. Okay. Und das war wichtig jetzt, das zu sagen, weil du hast vorhin gesagt, Brasilien und das Bild von Brasilien. Und ich versuche jetzt ein bisschen so abzuschalten damit, seit jetzt, weil für mich war auch sehr wichtig, auch dieses Bild der brasilianischen Frau vernünftig zu vertreten. Weil brasilianische Frauen, es ist wirklich so viel mit Sexismus darum und so weiter und so fort. Und ich tanze gerne, ich sehe aus, wie ich aussehe, kann ich nicht ändern. Ich tanze gerne, ich whatever. Aber at the end of the day, ich bin die deutsche brasilianische Frau, die die größte Socio-Environmental Impact weltweit erreicht habe. Mhm. Und das ist, was schwarze brasilianische Frauen machen. Die sind nicht ein Arsch in irgendeinem Bullshit. Richtig, ja. Die sind die Frauen, die arbeiten, die deren Familien bilden und darüber hinaus, die sind gut ausgebildet und wollen sich einbringen in der Gesellschaft, in der die sind, um einen Mehrwert zu erbringen. Das alles lenkt aber davon ab. Weißt du, also du hast so viel erreicht,
was Environmental angeht, was, was Fair Fashion angeht und so weiter. Aber das Image von Brasilianern und besonders Brasilianerinnen ist irgendwie, stellt das in den Schatten. Ich sage es dir, bei mir ist so, dass ich habe gestern einen Witz darüber gemacht, weil bei mir ist so, ich habe Meetings, wo die Männer deren Frauen mitnehmen, weil die Frauen ein Problem haben, dass sie allein in den Raum mit mir ist. Und ich muss nicht zu ihm und zu ihr sein, weil es danke geht gar nicht bitte. Ums Thema. Es geht aber nicht ums Thema. Und das ist auch nicht mein Job, weißt du? Aber ich habe auch gesagt, stell dir vor, Usu, wir sind verheiratet und ich habe ein Meeting und ich sage, ich kann aber mich nur mit dir treffen, Usu kommt, weil er ist Araber und er findet nicht geil, dass ich mit dir allein in den Raum bin. Ja. Ja. Das ist die Welt, in der ich lebe. Ja. Und wie sehr geht dir das auf den Sack? Allein, dass ich darüber reden muss, ist für mich schon schlimm genug. Oder? Ja. Weil ich weiß von meiner Aufgabe und Verantwortung, meine eigene Narrative zu übernehmen und zu erzählen, wer bin ich, wozu ich stehe und alle dahinter stecken auch. Weil das ist auch genau so, wie ich sage, Leute, ich komme aus, meine Oma konnte nicht lesen und nicht schreiben. Sie konnte nicht lesen und nicht schreiben. Und sie hat mir in die Uni gebracht. Let's start there. Und das muss ich sagen, weil es gibt tausend andere, die dazu schauen und denken, ja, ich muss von meinen Eltern immer übersetzen in der Schule, weil wenn ich da hingehen muss ich die Übersetzung machen. Do it. Sehr gut, ja. Und mach, und danach wirst du weltweit Fame oder was auch immer, wegen deinem Herz und wegen deinen Values. Und das muss promotet werden. Und viele Leute fragen, was macht ein Greenfluencer oder ein Sinfluencer? Ich meine, die macht keinen Playboy. Ja. Yeah. Ich sage nicht, was sie machen, aber was sie nicht machen. Ja. Die machen keinen Playboy. Die sind nicht Fame geworden, weil mit irgendeinem Fußballer irgendwas in welche was war. Die Leute, wenn die Leute zu mir sagen, Domitila, du machst das nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich sage, nee. Ich kann jeder Fußballer daten, ich kann jeder Rapper verarschen, wenn ich will, aber ich habe keine Zeit, weil das ist nicht mein Plan. Will ich Aufmerksamkeit? Ich weiß, wie das geht und ich konnte. Aber meine Mission ist das nicht. Guck mal, wie viele tausend Leute, ich will nicht Gender sagen, Mädchen oder Jungs und so weiter. Aber wir wissen, dass es sehr schwierig ist, ein Community aufzubauen, wenn man sagt, okay, ich finde aber nicht korrekt, wenn man das und das macht, weil das ist politisch unkorrekt. Du verlierst Follower, natürlich. Also, ne? Ich mein Algorithmus, jeder weiß, dass ich konnte schon 1 Million Followers haben. Der Grund ist, ich poste Palästina-Videos. Ich laufe barfuß in der Favela. Und ich finde es sehr wichtig, weil ich habe mein Leben lang gehört, wie die Leute über uns reden, wie die Leute über uns schreiben und ich habe mich nie wieder gesehen. Und dann hat dieser Mann gesagt, als ich 7 war, du musst nur lernen. Jetzt habe ich Master, habe ich alle Awards, habe alles. Wann darf ich reden? Und das nervt mich, das triggert mich, weil ich habe so das Gefühl, ich will, ich kann und es wurde so schwerer gemacht. Ne? Und ich finde vor allem, triggert mich extrem diese Geschichte von wegen, man muss Deutsch lernen, man muss die Papiere haben, man muss den Master haben. Aber was passiert, nachdem man das alles erreicht hat? Geht man nach Dubai, wie alle YouTuber gerade machen? Und dann sagt, du hast hier studiert, alles mitgenommen, jetzt geht's weg. Ich will hier. Ja. 20 Jahre lang. Ja, also es kommt kein Willkommen, natürlich. Nee, ne? Also deswegen bilden sich Communities, eigene Communities, die nicht so... Also wir reden auch oft darüber, ne? Wir reden hier oft darüber, wir reden in unserer Comedy oft darüber, dass es schwer ist, wenn ich als Comedian, wenn Banaisa als Comedian eingeladen wird, wenn einer von Rebel Comedy eingeladen wird zu einem Interview, wird es nicht um Comedy gehen. Es wird darüber gehen, wo die Eltern mal geboren wurden. Darum, das ist das Thema. Und dasselbe ist bei dir, dass man über Brasilien redet und nicht über alles, was du geschafft hast und in Zukunft als Mission bei dir hast. Trotzdem, wenn eine deiner Freundinnen aus der Favela, die jetzt überlebt hat, wenn eine Freundin, du triffst dich mit ihr, sie war noch nie in dieser Welt, du hast diese Welt erlebt, du hast hier gelebt, du hast die Papiere, es geht dir besser und sie fragt dich, ja, erklär mir mal, wie ist Deutschland und du darfst nur 3 Worte benutzen. Welche Worte wären das? Das erste Wort, das sofort in meinen Kopf kommt, ist kalt. Weil das ist für uns Südamerikaner ein Fakt. Deutschland ist kalt. Vom Wetter oder von den Menschen? Von kalt. Nee, Deutschland ist kalt. Und das ist genau so. Brasilien ist heiß. Ist Fakt. Kann man nicht ändern. Klar, ist Klima. Deutschland ist kalt. Und das ist, aber ich weiß es nicht, ob nur Klima ist. Das ist für dich keine Kleinigkeit. Nee, das ist für mich sehr wichtig. Und das hat nicht nur mit dem Wetter zu tun, aber zum Beispiel, ich habe jetzt sogar ein Gespräch mit meinem spirituellen Begleiter gehabt, der mir übersetzt hat, wie Deutschland kalt ist, spirituell betrachtet, von seiner Perspektive zum Beispiel. Mhm. Und das muss man wissen, weil wenn du jemand warm bist,
die umarmen willst, die lachen willst, okay, du wirst beleidigt. Das meintest du. Ich werde so oft beleidigt. Ich habe schon Leute angesprochen auf der Straße von wegen, warum lachen sie mich nicht an? Und Leute denken, ich habe Komplexe und will Aufmerksamkeit. Ich habe ADHS, aber ich bin traurig, wenn ich dich anlache. Ich nehme persönlich, ich muss übersetzen. Bis eine Freundin von mir gesagt hat, guck mal, die sehen identisch aus. Sie hat ihn angelacht und er lacht trotzdem nicht zurück. Ja. Hat nichts mit deiner Hautfarbe oder mit dir zu tun. Ja, genau. Und das war meine Rettung, um zu verstehen. Aber kalt ist etwas, das ich von Deutschland so, würde in mein Top 3 Worte, glaube ich, gehen. Ja. Das zweite Wort, das ich sagen würde, ist, Deutschland ist organisiert. Ja. Und das ist für mich auch etwas sehr wichtig, weil ich habe viele Sachen über Organisation in Deutschland gelernt, was ich auch super finde und so weiter, aber ich weiß, dass gerade für Brasilianer ist etwas, man wissen muss. Mhm. Weil du kannst zum Beispiel, viele Brasilianer denken, nee, ich gehe nach Deutschland, weil da kann man Krankenversicherung, ist nicht so. Wenn du arbeitest, du zahlst 400 Euro Krankenversicherung, ist mehr als in Brasilien oder Amerika und von daher ist auch okay, über diese Perspektive. Und das heißt, es ist sehr organisiert und das ist etwas, dass wenn du jemand bist, der Organisation magst, ist super, aber für wenn du das weißt, dass es nicht deins, musst du aber auch wissen, das ist Fakt. Das ist richtig, weil es gibt für alles ein Regel, es gibt für alles ein Formular. Es gibt zum Beispiel, in Dubai wird alles gefilmt. Hier, ich werde nicht gefilmt, aber ich weiß, dass sogar mein Bankauszug wurde kontrolliert. Alles ist organisiert. Ja. Es gibt diese outside of the box, weiß ich nicht wo, ich habe noch nicht geschafft. Ich versuche mich so... Wie meinst du das outside of the box? Es ist alles so organisiert und das System ist so strukturiert. Ach so. Das ist auch so, die Leute sagen, das ist... progressiv oder super positiv. Aber in meiner Perspektive, ich glaube, diese Organisation, ich stehe zu Deutschland, verbinde ich extrem, ist gut, aber wenn man ein bisschen übertreibt, das kann schon fast krankhaft gewahrt werden und nicht mehr menschlich. Ja. Weil ich weiß nicht, ob wir Mensch geschafft haben. Ja, das ist so etwas, das vereinnahmt dich. Ja. Du brauchst Urlaub, um von Deutschland abzuschalten. Deswegen brauchen die Menschen ihren Urlaub. Die müssen in ein anderes Land, damit die das System Deutschland aus ihrem Kopf rauskriegen. Ja, und Deutschland ist auch die Nummer 1 in Sachen Urlaub nehmen und raus. Mhm. Also kein Land verreist so viel wie die Deutschen. Ja. Ja, also du musst raus, weil du hast jeden Tag mit dem System zu tun. Ja. Jeden Tag machst du den Briefkasten auf, da ist irgendetwas. Ja. Oder dein E-Mail-Postfach. Oder das System meint ihr, ja. Ich bin nicht in Deutschland in die Schule gegangen, darum habe ich noch Probleme mit der oder das. Ich sage manchmal, ich bin Deutsch, anstatt ich bin Deutsche. Yeah. Und ich verstehe, dass das nicht perfekt ist, aber ich arbeite vieles mit Leuten, die Doktor haben. Und wenn die darauf verrückt werden, dann denke ich, du kannst mich nicht sagen, das hat ein Doktor geschafft, aber ein Text nicht verstanden hat wegen einem falschen Den. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, ich habe etwas gepostet neulich, wo ich gesagt habe, wusstet ihr, dass dieses Jahr war das erste Jahr in dem Oscar, wo eine schwarze Make-up-Artistin gewonnen hat? Mhm. War das erste Jahr. Ich poste und ich habe ein Wort falsch geschrieben. Ich habe 30 DM bekommen, die kritisieren. Wie kann ich angeblich einen Master haben und so bla bla, wenn ich nicht schaffe, dass ich habe gesagt, ey, du hast einen Doktor und der einzige Fehler, den du findest, ist diesen ein Wort. Super, sehr, sehr gut. Ja, da sind die Fragen, die stelle. Weil du hast doch die Blockade. Also ein Wort hält dich auf. Ja. Aber der Fehler sollte sein... Hast du keine Autokorrektur aber im Kopf? Aber der Fehler sollte sein, ey, Damitila, wirklich ist das erste Mal, dass eine Frage... Ja. Das Thema ist nochmal untergegangen. Ist, ja, also weil das Deutschland, ist okay. Wir lieben das, andere auf Fehler hinzuweisen. Du gehst auf der falschen Seite. Hey, hier darf man nicht. Hier ist rot. Hier darfst du das nicht. Wir lieben Fehler zu benennen. Bemerken, aber das, ne? Also, aber das, ich für mich in meiner Welt, da sage ich so... Ich bin natürlich super gerne hier, ich lebe bewusst auch in Berlin, weil ich identifiziere mich extremer mit Berlin. Aber ich denke, für mich, wenn jemand mich fragen würde, die erwartet von mir eine ehrliche Antwort. Meine Antwort wäre, Deutschland ist kalt, Deutschland ist sehr organisiert. Für jemanden, der gut organisiert ist und das braucht, ist, das gut, ist Bombe. Aber für jemanden, der ein bisschen outside of the box ist und so weiter, muss man das wissen. Und Deutschland, was ich auch immer sage, ist, Deutschland ist grüner, als man denkt. Ja. Weil die Leute, die nicht in Deutschland waren oder leben, die denken, es ist nur Häuser. Die denken, Blocks ist krass. Blocks, ja, genau. Gerade aber Berlin. Alleine, hier, ich bin auch in der Gegend aufgewachsen, da ist so viel Grün, Bäche, Fluss. Wald, und, Wald. Mal, wunderschöne wenn Berge. Wenn ich meine Neffen abhole, da einmal habe ich meine Neffen abgeholt aus Saudi-Arabien am Frankfurter Flughafen. Mhm. Und ich hole die ab und wir fahren nach Hause zu meinen Eltern. Wir fahren. Und irgendwann mein Neffe so auf der Rückbank sagt so, guckt die ganze Zeit links, rechts und sagt, wann endet dieser Wald? Die Autobahn ist immer mit Blau. Autobahn rechts und links ist alles grün. Ja. Und seine Autobahn, wo er herkommt, links und rechts ist alles beige. Ja. Weißt du, es ist nur braun und beige, Sand, vielleicht ein Kamel. Vielleicht aber ein Kamel. Es ist sehr, sehr grün, das stimmt. Hast du vielleicht noch eine Frage? Ich hätte noch eine Frage.
Dann hau deine erstmal raus. Ja, ich hau erstmal einen raus. Und zwar, für mich ist etwas wie Werte ist sehr schwer zu vermitteln. Beim Erziehen von Kindern und so weiter, geht das klar. Aber in der Gesellschaft, wenn du rumläufst, sagst du, wo sind hier die Werte? Also ich habe das Gefühl, ich vermisse Werte in dieser Gesellschaft. So. Jetzt kommst du aber aus einem Land, was sehr katholisch, also sehr christlich und sehr, da ist der Glaube ein Riesenthema. Und wie ist das für dich, diesen Glauben hier zu sehen? Also das muss ja das, voll krass sein. Ja, wobei, ja, aber das ist auch so, ich bin sehr konsequent, mit wem ich an mir ranlasse. Das heißt, alle meine Menschen, die sind genauso großartig und gläubig wie ich. Ja. In meiner Welt, egal wo... Wo findest du die gläubigen Leute? Ich finde, der erste das. Ja. Und zwar, aber ich bin auch konsequent da, weißt du, weil ich bin sehr offen und ich heule, wenn du traurig bist, ich heule mit dir. Dein Schmerz, ich spüre, als wäre mein und solche Sachen. Deswegen, das ist ein Exercise für mich. Und ich habe auch in Deutschland, zum Beispiel, meine beste Freundin ist eher in den Hindu-Bereich, sehr glaubig, und ich brauche sie, weil ADHS, sie holt mich runter und sie ist extrem weise und sie wäre unglaublich. Und sonst, ich habe zum Beispiel in eine riesige Gruppe von Menschen, die auch mitkamen, aufgewachsen sind, wo ich jedes Jahr gehe, Vorträge halte und so weiter. Und die sind in Bayern, in Neufahren. Und das ist auch eher eine katholische Gruppe. Und die kommen mit der Idee von der Theologie der Befreiung. Und das kennt viele Leute in Deutschland nicht. Ich habe die gefunden, die sind die einzigen in Deutschland. Vielleicht gibt es mehr, bitte melde dich bei mir. Und Theologie der Befreiung ist in Südamerika, zu der Militärdiktatur, wo viele von den Freunden, meine Mutter war mit der Gewahr unterwegs, so nach der Motto. Natürlich. Und deswegen muss ich schnell. Zu der Militärdiktatur, wo alle diese Leute ermordet, Kopfkirchen, bla bla bla, die hat die Kirche, die katholische Kirche, hat ein Bischof, nicht alle Kirche, aber ein Bischof, den Don El der Kammer hat gesagt, die Kirche ist kein Ort zu beten, ist ein Ort, Sozialleben zu erleben. Wir können nicht so sehen, wie die Militärdiktatur die Straßenkinder ermordet, die Menschen so schlecht machen und die nicht schützen und hier reinholen. Da haben die angefangen, die Kirche zu benutzen als Ort für Workshops, Schalter, wo die Leute schlafen können und so weiter und so fort. Er hat seinen Post verloren und die Militärdiktatur hat komplett, alle Leute, die damit zu tun haben, sind entweder ermordet oder verschwunden oder wie das immer ist. Aber diese pastorale Referentin, Christina Blömmelbaumer, sie ist in Neufahren, sie kennt mich, seitdem ich 3 Jahre alt bin. Und sie war in Südamerika, gerade in diesem Kontext, hat darüber berichtet, hat das in der Welt gebracht. Und sie, ich weiß nicht, wie bei ihr in der Kirche, bla bla bla, aber sie ist die Person am Ende. Yeah. Und mit ihr kann ich, und da habe ich vieles gefunden, und wie sie auch gesagt habe, ich habe einen sehr engen Kontakt mit vielen von meinen muslimischen Freunden. Die sind auch, das ist, Isa ist in die, ich habe den Koran gelesen. Und Isa ist da, Maria ist da. Ja. Und die sind so großzügig zu mir und die sind, deren Mütter kochen für mich, wenn ich solche Sachen. Und das sind auch etwas, das ich immer bewusst suche und ich brauche. Du suchst bewusst nach Menschen, die dieselben Werte haben. Ich glaube, jeder macht das am Ende so. Aber welchen Wert vermisst du am meisten? Ich weiß, das klingt ganz furchtbar, aber es ist mein Verständnis von Loyalty. Ich habe eine beste Freundin in Deutschland und Moritz, glaube ich, die das so wirklich verstanden. Ich bin anstrengend, ich bin auch kein normaler Fall. Und deshalb verstehe ich, dass viele Leute gar keinen Bock auf mich haben, deswegen auch. Weil du musst dir vorstellen, ich bin mit 5000 Straßenkindern groß geworden. Und du überlebst in so einer Realität nur, wenn du Loyalität verstehst. Weil wenn kein Geld da ist, kein Haus da ist, kein Instagram da ist, dann die hat man Werte, so die Gemeinschaft. Ja. Und wenn du... Die Straßen haben mir das beigebracht und deswegen sage ich, ich habe 3 Jahre Master, aber ich esse von was ich auf der Straße gelernt habe. Ich habe nichts, es klingt schlimm, die wollten mir beibringen, Brasilien wurde erobert. Das ist, was ich in der Uni gelernt hätte. Ne? Und das finde ich auch immer wichtig. Ich habe in meinem Team zum Beispiel jetzt auch Leute aus der Favela, die sehr jung sind, weil ich glaube, wir können jetzt so viel selber machen, so viel selber erreichen. Ich will nicht, dass meine Schwester großartig in eine bestimmte Uni oder sowas geht. Weil ich glaube, sie kann selber von mir schon einige Sachen so lernen, dass sie dann entdeckt, was ist das. Ja. Und dann kann sie immer noch bilden. Aber dieser Wert in Bezug auf Loyalität ist für mich sehr, sehr, sehr schwer. Weil ich bin der Person, dass ich immer, nur damit du dich vorstellst, ich habe eine Kunde. Ich habe für die Person gearbeitet. Die Person hat mir eine bestimmte Summe bezahlt für einen Service. Ich habe verzehnfacht den Service. Habe eine Frage gestellt und der Kunde schreibt selber, Domitila, keiner wurde hier extra bezahlt, diese E-Mails zu antworten, also, was willst du noch?
Und da merke ich, wo, das ist mein Engagement, meine Loyalty. Ich muss deswegen extrem aufpassen. Weil ich gehe immer diese Meile, ja. Ich gehe immer diese Meile weg. Das und manchmal... Eine, ja, ich und, verstehe dich, ja. Okay. Okay, gut, dass du verstehst, weil ich weiß nicht, wie man die Worte erklärt. Doch, das. Doch, doch, das ist absolut crazy. Also sehr... Also das ist viel. Das ist viel und das ist wirklich ein Wert, der super viel wert ist. Und ich glaube, viele Leute merken erst, was sie vermissen in der Gesellschaft oder auch im Freundeskreis, wenn sie es woanders erlebt haben. Und dann können die genau drauf zeigen, ey, das da gefällt ja. mir nicht. Weißt du, und dann kannst du es wenigstens in deinem Freundeskreis, Familie, auch bei dir auf der Arbeit, im Studium, kannst du das reinbringen, dass es ein bisschen wärmer wird. Ja. Weißt du, das finde ich super wichtig, dass man das auch selber macht. Und ganz kurz, was mir jetzt noch einfällt zum Thema Loyalität, ja. Ich glaube, Loyalität ist auch der Grund, warum ich so weit businessmäßig gekommen bin. Vor einem Mädchen aus der Favela, die nach Deutschland ankam, mit einem 20-Kilo-Koffer, hat heute Berlin Fashion Week gemacht, London Fashion Week gemacht, alles, alle Awards, die man will, mitnehmen. Und ich weiß, das hat extrem viel mit meiner Loyalitätssache zu tun, weil das hilft mir, das Fokus zu behalten. Es kann 10 Agenturen kommen mit 50 Verträgen, ganz viele 1000 Euro, ist nice, und wenn die erstmal kaum überweisen, reden wir vielleicht, aber diese Loyalität hat mir viel auch mit Business geholfen, weil ich muss auch ehrlich zugeben, es sind 5 Jahre, dass ich kaum Businessverträge benutze oder benötige und läuft. Mhm. Und läuft. Yeah. Und das ist, was ich immer aufbauen will, dass ich eine Persönlichkeit werde, dass meine Meinung ist wichtig. Die Presse, du wirst mich in vielen Zeitungen nicht sehen. Und es gibt die Gründe dafür. Yeah. Ich konnte, aber hier bin ich, weil ich weiß, wo ich mich befinde. Ich kann davon ausgehen, was die Frage, was die Motivation ist. Das ne? ist auch gut, an vielen Stellen mal Nein zu sagen, ja. an wichtigen Stellen. Weil man kommt schnell in so ein Hamsterrad rein, wo man ja, nee, fällt, nee. Du sagst, Gott sei Dank habe ich eine Anfrage. Ne? Nee, Loyalität zu dir selbst. Ja. Bevor ich loyal bin, ich muss zu mir sein und dann zu meinem Partner und dann zu meinem Job und dann zu den anderen Sachen. Und das ist für mich so wichtig. Und ich habe gemerkt, ich rede viel und ich kann viel, aber du wirst mich in bestimmten Sendungen nicht sehen. Ich habe letztes Jahr noch eine Jobanfrage bekommen von die Cover von einem deutschen wundervollen Magazine. Und die haben tatsächlich danach gesagt, wir glauben, Deutschland ist noch nicht so weit für eine schwarze Frau in dem Cover. Krass. Du bist nicht die Erste, die das sagt. Aber das hat man in den letzten Jahren oft gehört von schwarzen deutschen Models. Aber obwohl wir es eigentlich durch hatten mit Germany's Next Topmodel, Sarah, glaube ich. Sarah Nuri? Genau. Ist, ja. Da hatten wir das gewonnen. Genau. Ja. Da hatten wir das eigentlich, war das Thema da schon, aber es ist nie durch. Es ist so, okay. Es dauert. Also es sind so ein klein bisschen und dann wird es wieder normal. Also so ein kleiner Ausdings. Genau, und dann so, oh, wir haben es geschafft und dann später kommt wieder das normale Muster. Und man schmückt sich mit dir, ja, also man schmückt sich mit dir, guck mal, wie sozial ich heute hier war. Ja. Seid ihr alle zufrieden? Okay, genau. Hau ab, ich mache weiter wie davor. Extra, ja. Mittlerweile rufen sogar Politiker mich an. Wodurch? Also nach welcher Aktion? Ich zusammengefasst so, ich habe gedacht, oh mein Gott, ich habe es geschafft, sogar die Politiker kennen mich. Aber dann habe ich eine Frau Doktor, wundervoll, sie weiß, wer sie ist. Und sie hat mir dann übersetzt, was das heißt. Und sie hat mir beigebracht, das Wort sich beschmücken damit. Ich kannte das Wort nicht. Okay. Und sie meinte zu mir, das ist alles sich beschmücken. Und ich meinte, aber das ist nochmal dieses Selbstbewusst. Warum ist es wichtig zu sagen, ich bin hübsch? Darum ist es wichtig zu sagen, ich bin krass? Damit die Mädels das auch machen. Yeah. Weil in dem Moment, dass ich diese Nachrichten bekam, ich habe alle Zooms zugesagt. Mhm. Weil ich dachte, ich habe 20 Jahre gearbeitet, um finally auch dies zu sagen, wie man. Ja, das kann ich nachvollziehen, ja klar. Ne? Aber das ist auch Naivität und diese Opfer-Syndrom. Ja. Die haben mir geschrieben, oh mein Gott, mein Gott, was für eine Chance. Ne? Und ich würde niemals der Idee kommen, dass irgendjemand, wer braucht mich, um zu beschmücken? Aber auf der anderen Seite, das mit dem Beschmücken hat für mich eine Trigger-Geschichte, weil das ist dieselbe Prinzip mit der brasilianischen Frau. Ich bin dafür geschafft, ein Schmuckstück für Männer zu sein. Mhm. Ein Schmuckstück, jetzt sogar für die Politik, es ist wahrscheinlich sogar eine Steigerung zu sein. Aber ich kenne das, seitdem ich 13 bin. Und es ist, ich sage es dir, es ist nicht geil. Mhm. Ich habe 30 Jahre gewartet, bis ich diesen Moritz kennengelernt habe, weil er war der erste Mann, der sich bei mir entschuldigt hat
Ich habe nie auf Deutsch eine Entschuldigung gehört, wie ich von Moritz gehört habe. Ich entschuldige mich fast jeden Tag, weil ich mache viel Scheiße. Aber für mich, ich habe gedacht, krass, er kann entschuldigen. Er kann entschuldigen, aber richtig entschuldigen. Ja. Von wegen, ich fühle deine Schmerzen und wenn du dich so fühlst, war nicht meine Intention. Ich habe das nie auf Deutsch gehört. Ja, es ist, man muss echt aufpassen, dass man sich nicht zu häufig, oder man sollte das bei sich bemerken. Ey, ich entschuldige mich echt viel. So, ne? Also zum Beispiel, das sollte... Wenn du merkst, die anderen machen das nicht so oft bei dir, dann merkst du, ey, vielleicht mache ich hier irgendetwas falsch. Nee, ich brauche Entschuldigung, ich brauche auch Danke, weil ich mache das viel. Nein, aber wenn der Gegenüber von dir... Wie sie aber auch schon sagt, es gibt zwei Arten, sich zu entschuldigen. Ja. Was man oft hört ist, es tut mir leid, dass du das so aufgefasst hast. Aber das war nicht so gemeint. Du hast nicht verstanden, Domitila. Genau. Aber es ist mir auch ein bisschen egal. Genau, du hast nicht verstanden. Das heißt, das war nicht mein Fehler, sondern das war der Fehler in deinen Ohren. Ja, der Fehler war jeden Tag. Lebe damit, aber ich muss jetzt noch weiterreden. Genau. Ich entschuldige mich dafür, dass du das falsch verstanden hast. Ja. Das heißt, dir trotzdem die Schuld. Genau, sorry, dass du so dumm bist. Genau. Jedenfalls, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Aber du hast selten... Entschuldigung, dass ich das so gesagt habe. Ja. Entschuldigung, dass ich das gemacht habe. Wenn ich dich so gefühlen lassen habe, war nicht meine Intention. Ja. Das ist für mich Empathie. Das ist genau, viel, weil du gehst von dir aus, was ich gemacht habe, und du entschuldigst dich nicht dafür, dass der andere einen und Fehler gemacht hat. Und ich sehe dich, ich bin empathisch, wie du dich gerade fühlst gegenüber und solche Sachen. Ja, und ich wollte dich nicht verletzen. Ja. Also ich finde, das ist so, ey, scheiße, ich habe dich verletzt, sorry. Ja, also das finde ich krass. Und nicht diese, okay, let's do it. Aus dem Weg zu räumen. Ja. Erstmal, auf jeden Fall. Das ist gut. Wo bist du demnächst? Was steht für dich an? Was steht für dich an? Was können wir, wenn wir dich ab jetzt verfolgen, was sind die nächsten Dinge bei dir? Ich habe jetzt, erstens, ich bin die neue Mitglieder von den Hevel Comedy. Wait. Das kann man nicht mehr cutten. Nee, aber in Wirklichkeit, mein nächster Step sind, ich werde... Wie ihr heute schon mitgekriegt habt, es ist für mich sehr wichtig, mich mitzuteilen. Und ich habe nicht, und ich habe nicht immer die Möglichkeit gehabt, finde ich, in die richtigen Kanäle mich mitzuteilen. Das ist ein Anspruch, den ich an mir habe. Und ich bin eines Tages aufgestanden und ich bete jeden Morgen. Und bevor der Tag startet, weil ich bin schon vorbereitet verkauft so. Und ich bin aufgestanden und habe gemerkt, wie ich eines Tages bete, dass eine Frau, die bei Instagram schreibt, I like big car and expensive things, meine E-Mail antwortet. Aha. Weil sie ist Chefredaktorin von einem wichtigen deutschen Magazin und ich wollte unbedingt, dass diese Magazin etwas über She's from the Jungle berichtet. She's from the Jungle ist deine Brand. Yeah. Und dann habe ich ihr voll viele Nachrichten geschrieben, Sachen sogar geschenkt geschickt und sie haben nie eine Nachricht zurückbekommen. Und ist berechtigt. Ist total berechtigt, aber dieser Moment war wichtig für mich, wo ich gemerkt habe, ich will nicht beten, dass diese Person mir antwortet. Das ist nicht, wofür ich auf der Welt bin. Yeah. Und in diesem Moment habe ich mich entschieden, ich habe zwei Möglichkeiten, Klappe halten oder ein eigenes Magazin machen. Mhm. Eigenes Magazin machen. Magazin kommt am 27. Juni raus. Für uns, wenn ihr diese Verrücktigkeit hier versteht, dann gibt es ganz viele englische Leute, die auch was zu erzählen haben. Und im Magazin kommen 27. raus. Das war für mich ein riesiger Schritt, weil ich werde am 27. Juni 37 Jahre alt. Und ich habe über 20 Jahre diese ganze Blablabli, Welt retten und so weiter. Und mit so viel Erfahrung, denke ich, sollte ich jetzt mich zutrauen, mein Gesicht und meinen Mund draußen zu bringen und sage, Leute, es kann sein, das Bild, Cosmopolitan, or whatever, wie die heißen, so erzählen. Aber ich erzähle so. Und das war für mich sehr wichtig und das war für mich ein riesiges Projekt, weil das hat nichts mit der Magazine zu tun alleine, ist für mich eigene Narrative. Mhm. Ich will unbedingt auch alle Leute, nicht alle, es ist unmöglich, aber andere Leute, die sind wie ich, dass die über deren Geschichte erzählen. Ich bin auch kein Fan mehr von dieser Interview, ich will, dass ich selber den Mic nehme, so wie ich heute hier bei dir bin. Die Magazine kommt raus. Mein zweites Projekt, das ihr auch bei Instagram folgen solltet, ist meine neue Musik-EP. Oh mein Gott. Ja. Genau, das wollte ich auch wissen. Was ist das für Musik? Ich habe jetzt angefangen, Musik zu machen. Ich habe schon immer gerne Musik gemacht, aber ich konnte mir nicht leisten, weil man muss die Studio-Time haben. Es ist eine Frage von Leisten. Ich muss erstmal essen, Brasilien und so. Und jetzt habe ich so, ich bin jetzt so reich, dass ich darf jetzt, wirklich, ich darf jetzt dreimal in der Woche 4 Stunden Musik machen. Ich habe nie diese Zeit oder die Möglichkeit, so nach dem Motto. Und ich bin ins Studio gegangen mit meinem sehr, sehr guten Freund Rezel Soja. Der ist aus Ruanda ursprünglich und lebt auch in Berlin. Und wir haben erstmal, es gibt einen Trap R&B Song, den ich jetzt rausbringen werde im Juli. Und dann gibt es nochmal einen Brega Song,
Das ist eine brasilianische Musikrede. Ah, okay. Und ich versuche noch ganz kurz, auf Portugies, weil viele Brasilianer werden das gucken. Wie aí, bitte? Vitinho, você querendo ou não, já tô falando aqui que a gente vai meter bronca no nosso brega, viu? Brega, estamos chegando com Vitinho NG. Es ist Justin Bieber von Brasilien. Okay. Ist ein guter Freund von meiner Schwester. Und sein letzter Hit hat innerhalb zwei Wochen 5 Millionen Leute bei YouTube erreicht. Er ist 16 Jahre alt, von derselben Favela, wo ich komme. Und nicht durch ihn, aber weil er es ist, will ich mit ihm diesen Song jetzt auch machen. Ach, krass. Weil diese Musikriten muss in Deutschlands Disco spielen, muss in der USA spielen, muss in Dubai spielen. Das heißt, ich mache mit ihm einen Song und ich mache den englischen Part, so dass man in diese brasilianische Welle mitkommt. Er ist wirklich schon, er hat 8 Lieder. Alle 8 sind in den weltweit Top 10 TikTok. Mit 16 Jahre alt, aus derselben Favela, wo ich komme. Und mein Gefühl ist, entweder nehme ich ihn raus oder ich weiß schon, diese nächsten 2 Jahre sind wichtig für ihn. Okay. Und deswegen bin ich auch schon da engagiert. Und ich mache auch so einen David Guetta-Song. Ja, also Haus. So ein. Okay. Die Songs sind alle auf Portugiesisch? Nee, es ist der. Trap ist auf Englisch und Portugiesisch, ist ein amerikanischer Sänger, der mich angefragt hat, mit in seinen Song zu remixen, eine Latino-Version. Mhm. Und dann habe ich einen Song auf Englisch und Spanisch, wo ich alleine singe. Aha. Und dann kommt der Brasilianisch und Englisch mit meiner Kollaboration aus Brasilien mit den 16-Jährigen. Vitinho NG! Eine Frage habe ich an euch auch heute. Aha. Und zwar, ich kenne euch von Netflix. Ach. Netflix! Das ist das erste Mal. Ich habe euch mit Netflix auf Portugiesisch. Oh Gott, sorry. Auf Portugiesisch. Man kann euch mit Portugiesisch Untertitel hören. Hören nicht, Portugiesisch Untertitel lesen. Aber, aber den Rest kann man hören, ja. Und dann, wir kennen uns zum Glück durch Connection, sagen wir mal so und so weiter. Aber ich habe euch erstmal als Künstler entdeckt. Mhm. Life Goals, Netflix. Und I'm talking global. Ja. Und da habe ich auch gecheckt, zum Beispiel, ich hätte gedacht, man muss erstmal 5 Deutschlandpreise gewinnen, um dann bei Netflix zu kommen. Ja. Aber anscheinend habt ihr, ich habe nicht so viel, ich glaube, es ist ein anderes Rum, oder wie geht das? Wieso seid ihr bei Netflix global schon, aber ich will auch bei Sat1 und bei Pro7 und habe nicht gesehen? Also warum wir bei Netflix sind, obwohl wir keine deutschen Comedy-Preise haben? Ja, und auch kein Deutsch, ich sehe euch nicht, ich sehe euch eher so in Deutschland, als in den Fernsehern oder in der Presse oder whatever. Ja, wir finden eher im Internet statt, aber wir haben schon mit Fernsehen auch alles gemacht. Wir haben unsere eigene, auf WDR die eigene Serie gehabt und waren auch schon bei jeder großen Comedy-Show. Mhm. Aber Preise sind nicht, wow, hier, du bist der beste Comedian, sondern in Deutschland werden Preise, wow, hier, du wirst jetzt der beste Comedian. Ja. Das heißt, du bekriegst diesen Preis von jemandem, der dich danach aufbauen will. Nicht für Leistungen. Das ist nicht wie beim Sport. Du hast wirklich gewonnen und kriegst dann diesen Preis. Ja. Und deswegen, wir haben diese Sachen zwar alle gemacht und Preise sind jetzt nicht wirklich so wichtig. Aber jetzt sind wir ja natürlich auf Netflix. Du bist die Erste, die ich kennenlerne, die uns erst von Netflix kennt. Ja, ich kenne euch erst von Netflix. Die meisten, die uns kennen, sind mit uns diesen Weg gegangen und sagen, jetzt seid ihr endlich bei Netflix. Ihr habt davor das alles gemacht. Aber redet ihr auch nicht Interesse in Deutschland oder ist nicht so oder sehe ich falsch? Weil ich finde, es ist ich persönlich, ich freue mich auch immer wirklich, wenn ich hier auch solche Sachen machen habe oder mit euch ein Interview auf Deutsch geben kann. Ja, aber wir hatten das schon so eigentlich alles abgegrast, genau, was man live machen kann. Ja. Beim WDR hatten wir 5 Staffeln auch. Ja. Cool. Also man dann kann natürlich immer weiter. Wir waren beide schon bei Raab. Ja. Also das ist auch etwas, das gibt es nicht mehr einfach. Ja. So, das war die größte Late-Night-Show, die es in Deutschland gab. Also seitdem gibt es keine mehr, die so groß ist. Nein. Das haben wir noch mitgenommen. Wir waren bei den großen Cindy aus Marzahn. Ah, alles. Die kenne ich auch. Die mag ich total. Genau, die mag ich auch sehr. Die ist jetzt als sie selber auch unterwegs. Ah. Und sie hat ihre eigene Show gehabt, bei der waren wir waren auf Pro7, RTL, auf jeden einzelnen Sender und meistens auch eher schlechte Erfahrungen gemacht. Eher so, dass wir immer dachten, boah, wir müssen da hin und dann als wir da waren, so, okay, so toll ist es eigentlich auch nicht. Richtig. Weil das letztendlich am nächsten Tag hat keiner zu uns gesagt, ich kenne dich von Pro7. Die meisten kennen uns immer noch von unserer eigenen Base, von das, was wir selber machen. Und das ist immer online gewesen. Genau. Ja, okay. Online und live. Online, genau, live und YouTube und Social Media, wobei live das Stärkste ist. Ja. Deswegen ist es viel wichtiger, dass du deine eigene Base hast,
Dein Community. Genau. Und alles andere ja. ist so ein nice to have. Ja. Selbst Netflix, nice to have. Also ehrlich gesagt, ja. ja. Ehrlich gesagt, ist es genau das, dass diese Base viel wichtiger ist. Immer wenn irgendwas war, dachtest du, am Anfang dachtest du, hey, wenn ich das jetzt gut mache, dann werden wir ja. ein genau. Star. Genau. Aber es ist nur ein noch ein Schritt auf dem Weg, dich selber zu finden und dann zu sagen, ja, der Comedian steht dafür, ich buche ihn mhm. dafür, er geht alleine auf Tour, er hat Fans in jeder Stadt. Ist ja. das viel schwerer zu erzielen auch. Und wir haben das auf jeden Fall. Genau. Und gerade selbst zu erzielen, ja. ohne eine riesige ja. Company dahinter. Und ich frage das nicht wertend, als würdet ihr nicht wert oder whatever. Ich frage, nee. Weil ich kenne euch tatsächlich von Netflix. Verrückt. Und weil ich persönlich vermisse extrem in der deutschen Fernsehlandschaft unterschiedliche Gesichter, ja. sagen wir mal so. Und für mich meine Motivation zu fragen, war hauptsächlich auch so wie stehen. Aber ich glaube, das habt ihr gut aufgeklärt. Und ich glaube, das ist auch gut. Ich denke genau so. Und das ist auch viel super, Leute uns zuhören wahrscheinlich. Yeah. Weil heutzutage durch Internet und Social Media, wenn man was Gutes macht, mhm. dann kann man sich selbst auch dann so aufbauen. Es gibt da auch so viele Möglichkeiten. Ja. Ne? Und das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich meine, warten. Ich bin einfach stolzer. So. Ja. Ja. Ich dachte bei Netflix oder ich habe mit Sky ein Solo gemacht. So dachte ich immer, boah, die gehen durch die Decke. Aber letztendlich war es okay und am stolzesten bin ich auf die Sachen, die ich habe zwei Solos, die habe ich mhm. selber gemacht. So, die sind in den Millionen Klicks. Oh wow. Und wenn ich darauf gucke, denke ich mir, weil ich dachte immer so, okay, mach's mal einfach. Nichts Großartiges davon ja. erwartet. Das ist wirklich eine Riesenerfolgsgeschichte. Ja. Diese unterschiedlichen Sachen, das, ja. was er selber gemacht hat, ist sehr viel erfolgreicher als jeder Mensch, der ihm sagt, hey, Banaisa, du bist aber genau. toll, komm, du darfst bei uns auf die Bühne. Nein, mach selber. Es ist einfach aber so, da könntet ihr bitte, das was gerade gesagt, sag bitte in der Kamera, weil ich habe die letzten 20 Jahre das hören müssen, keiner hat es gesagt, sag mal bitte. Ihr braucht nicht die Bestätigung von anderen, von Größeren. Ihr könnt das mit euren eigenen Plattformen viel größer machen. Und das finde ich heftig, das ist eine krasse Ansage, dass du, wenn du von deiner eigenen Motivation und von deiner eigenen Inspiration was schreibst, über die Beine stellst und präsentierst, ist authentischer und erfolgreicher als andere zu machen. Die Kamera war nicht so gut. Es waren 2-3 Studenten, die das gefilmt haben und das ist mein erfolgreichstes Projekt. Ich hatte nicht mal ein Bühnenbild. Ja. Und ich habe Sachen, die jetzt ja. viel besser mit riesige, aufwendigst teure Produktion und der Impact ist nicht der gleiche. That's it. Und das ist, warum ich auch die Frage gerne stellen wollte. Weil ich wusste, bevor ich hierher kam, dass ich nenne mich ein Aktivistin. Mhm. Und dass jemand, der Art macht, ich kann nicht anderes als Kunst, deswegen singen, tanzen, alles gleichzeitig. Aber immer, ich kann nicht anderes als mit diesem Aktivismus-Gedanken, weil aufgrund ja. meiner Herkunft. Ja. Und ich rede immer über Impact. Und ja. das ist auch der Grund, warum wir uns so miteinander identifizieren. Und deswegen, das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Point of View auch, finde ich. Dass du sagst, man kann auch so wie ein ganz normaler Beruf etwas ausüben oder man kann auch mit dem Fokus auf den Impact sich wirklich verwirklichen und einen Mehrwert in der Gesellschaft auch zu bringen. Weil ich finde, Comedy, was ich am Comedy am schönsten finde, ist, wie gesagt, wir haben in Brasilien einen Stand-Up-Comedy, Whindersson Nunes. Okay. Und er ist, ich will nicht falsch sagen, aber ich glaube, er ist einer von den Männern mit den meisten Followers bei Instagram und YouTube. Mhm. Und ich verstehe warum, weil wir leiden so sehr, dass wir brauchen auch zu lachen. Genau, das kommt automatisch. Es ist ein psychischer Reflex. Es ist so ein wichtiger Beruf. So wie wenn jemand pustet dir in die Augen, du musst die Augen zumachen. Genauso ist Leid passiert, du lachst. Ja. Oder du suchst das Lachen. Das ist, ja. das, ja. Es ist so ein Relief, es ist eine Erleichterung, es ist so endlich locker lassen. Ach, kurz mal, Pause, kurz. Ja. Es ist auf jeden Fall. Ja, ihr seht, Domitila hat einfach übernommen. Sie hat jetzt einen eigenen Podcast. Sie hat jetzt einen eigenen Podcast, der bei Rebel Comedy ausgestrahlt wird. Schwester was mit Domitila? Aber nein, aber wirklich. Das stimmt nicht, stimmt überhaupt nicht. Aber man kann es auch nachher schneiden. Aber zwei Sachen wollte ich wirklich fragen. Das, weil ich finde, das ist wichtig. Ne? Und zweitens wollte ich auch fragen. Ihr habt mich auch gefragt, was sind die Nächsten bei mir? Was sind die Nächsten jetzt bei euch? Wenn ihr schon überall wart und das alles schon erreicht habt und jetzt so weit seid, ich verstehe euch nicht, weil für mich Netflix ist everything. Ja. Wenn ich irgendwas mit Netflix gemacht hätte, oh mein Gott, ich würde ja so ankommen. Ja, viele aber okay, sehen das auch so. Ich finde nicht, ich lerne so viel heute. Ja. Und jetzt ist auch diese Frage,
Wie geht's weiter? Wir machen, weil ich will auch für mich so neue Ideen und Sachen so als Inspiration heute mitnehmen. Und wie machen wir? Wie können wir weitermachen? Man hat die Phase, wo man auf ein bestimmtes Level kommen will. Mhm. Weißt du, die hatten wir in den ersten Jahren immer, auf ein bestimmtes Level zu kommen. Und irgendwann ändert sich das, du willst, du bist auf der Spitze des Berges. Mhm. Und dann geht's nur noch darum, da zu bleiben. Yes. Die nächste Tour, die nächste Aufzeichnung. Jetzt kommen Erwartungen auf, das ist anders. Ja. Jetzt Leute sehen Netflix und denken, die müssen gut sein. Es ist nicht mehr, wenn du Newcomer bist, ich lasse mich mal überraschen, was da passiert. Yeah. Sondern der Name ist publik, die Leute kennen das und jetzt geht es darum, wieder ein gutes Spiel zu spielen, wieder gut da zu sein, wieder die gleiche Leistung zu erbringen und sich nicht ablenken zu lassen, bei sich auch zu bleiben. Auch Loyalität zu sich selber ist ein ganz großes Thema, dass man nicht da und da immer Ja sagt, sondern immer wieder guckt, okay, habe ich noch den Hunger vom Anfang? Mhm. Erzähle ich immer noch? Ja, genau. Erzähle ich immer noch das, was ich würde? Ich es auch ohne Geld machen? Yes. Wir haben es fast ein Jahrzehnt ohne Geld gemacht. Und das ist halt so der Spirit, der da drin war, den wieder abzurufen ist auf jeden Fall wichtig. Das sind so die nächsten Ziele. Und sonst Sky is the limit. Ne, alles was wir noch nicht. Wir haben noch keinen guten Kinofilm gemacht. Yeah. Wir haben noch nicht Rekorde gebrochen oder sind nicht seit Staffeln mit einer Sitcom, die sehr, sehr gut ist, oder haben keine Late-Night-Show mit einem Gesicht unserer Truppe. Genau, das sind alles noch so kleine Sachen, die man erreichen möchte. Das ist nur etwas, was aus dem klassischen Entertainment-Koffer rauskommt. Aber wir haben, was man noch Neues erfinden kann, gibt es ohne Ende Möglichkeiten. Ich glaube, was jeder von uns hat, ist auf jeden Fall handwerklich schreiben, Stand-up performen. Sind wir auf einem sehr hohen Niveau, Gott sei Dank. Jeder hat es drauf jetzt. Und für mich persönlich war Stand-up immer das Maximale, was ich schaffen kann. Und ich dachte immer, wenn ich das irgendwann mal schaffe, auf einem Niveau, was so Top 10 ist, und irgendwann habe ich es geschafft, aus meiner Sicht habe ich gesagt, okay, dieses Solo, was ich geschrieben habe, ist super. Das, was ich gemacht habe, ich bin zufrieden damit. Und für mich ist jetzt so ein... Ich muss überlegen, was mache ich als nächstes? Ich liebe Sketch-Schauspiel, liebe ich. Ich glaube, ich bin auch gut da drin, kann noch besser werden. Und da ist für mich auch so, da habe ich wirklich Bock drauf, auf gute Sketches habe ich Bock drauf. Und ich frage das auch ohne Witz, weißt du warum? Weil ich bin richtig stolz auf euch. Ich habe nichts gemacht dafür, dass ihr das erreicht habt, aber ich fühle mich vertreten. Ich bin stolz auf euch. Ich verstehe eure Witze. Ah. Und für mich ist krass, dass ich Netflix reingehe und dass ihr vorgeschlagen wird. Das ist und heftig, Dass ich, nicht nur, weil ich das noch nicht erreicht habe, ich weiß manchmal, ob das einfach meine Ziele ist und ich erreichen will über die Perspektive, aber ich weiß, wie schwer das ist, weil ich war in Hollywood, ich habe Filme gedreht und ich weiß, es ist nicht einfach. Ja, gerade und diese Global-Ebene zu erreichen mit Comedy, weil ihr macht Leute glücklich, international, ihr wisst auch, wie schwer ist auch Humor. Ja, in verschiedenen Ländern, unterschiedliche Sprachen. Und ich habe eure Leute lieben dich und hassen dich gleichzeitig. Einfach gleichzeitig. Ich liebe dich und dann du sagst ein falsches Wort. Ab jetzt hasse ich dich für immer. Du bist gestorben. Du bist für mich gestorben. Man macht keinen Witz über sowas. Das darf man nicht. Ja, also, was für eine Folge. Highlight-Folge. Danke dir. Also, wir sind am Ende, oder? Sind wir am Ende? Doch. Es war cool. Ey, wir könnten noch 10 Stunden weiterreden. Das ist ja gerade wirklich nur so die Spitze des Eisbergs. Aber so viel erstmal zu Domitila. Ne? Ja, Mann. Vielen Dank, dass du hier warst. Die erste Schwester war's Folge. Kommentiert, like, teilt, was noch. Genau, geht auf die Seite von Domitila auf jeden Fall. Wir werden alles unten in der Box verlinken. Und ja, das war die letzte Bruder was? Schwester was? Schwester was? Also, bis dann. Peace. Bis dann.